Kapitel 7 der Vorlesung Information Retrieval. Evaluierung. Experimente im Labor. Im Information Retrieval werden, insbesondere aus Sicht der Evaluierung, zwei grundlegende Arten von Retrieval Tasks unterschieden. Ad-hoc Retrieval und interaktives Retrieval oder auch taskbasiertes Retrieval. Beim Ad-hoc Retrieval wird jede Anfrage und ihr Suchergebnis individuell und unabhängig von anderen Anfragen und Ergebnissen betrachtet. Das lateinische ad hoc meint so viel wie für diesen Augenblick. Es wird also der Kontext der Anfrage vollkommen ausgeblendet. Demgegenüber steht das interaktive Retrieval bzw. das taskbasierte Retrieval. Informationsbedürfnisse entstehen üblicherweise nicht einfach so. Dahinter steht meist eine konkrete Absicht, die Suchende verfolgen, beziehungsweise eine Aufgabe oder ein Problem, das sie lösen wollen. Um diese Einsicht dreht sich das ganze Teilgebiet des interaktiven Information Retrievals, beziehungsweise Information Retrieval in Kontext. Komplexe Aufgaben oder Probleme zu lösen erfordert oft die Beantwortung von mehreren Fragen. Suchende müssen ihr Informationsbedürfnis verfeinern, um selbst besser zu verstehen, wonach sie eigentlich suchen. Es mögen explorative Suchen erforderlich sein, um Material zusammenzutragen, sodass viele Anfragen über einen längeren Zeitraum gestellt werden, gegebenenfalls unterbrochen von der Organisation, Aufbereitung und Integration des zwischenzeitlich gefundenen Materials in die aktuelle Arbeit. Hier spielt nicht nur die Qualität der Suchergebnisse selbst eine Rolle, sondern auch die Qualität der Benutzerschnittstelle, ob das Informationssystem Suchende bei der Erledigung ihrer Aufgaben unterstützt, sowie Umgebungsfaktoren. Wenn man den Erfolg von Suchmaschinen umfassend evaluieren möchte, ist die Beobachtung von Suchenden im Kontext unumgänglich, um zu verstehen, ob und wie eine Suchmaschine wirklich hilfreich ist, beziehungsweise wie man sie noch verbessern kann. Gleichzeitig ist die Beobachtung von Suchenden im Kontext aber mit hohen Kosten und viel Aufwand verbunden. In manchen Fällen ist dies auch nicht möglich oder die Art und Weise der Erfolgsmessung nicht klar. Das Ad-hoc-Retrieval ist dagegen vergleichsweise einfach zu evaluieren. Ad-hoc-Retrieval-Experimente lassen sich oft in Laborumgebungen durchführen, und ihre Auswertung kann unabhängig von den Suchenden geschehen. Zahlreiche Erfolgsmaße stehen zur Verfügung und die Experimente sind reproduzierbar, untereinander vergleichbar und skalierbar. Darüber hinaus kann man die Annahme aufstellen, dass wenn eine Suchmaschine für jede individuelle Anfrage ein besseres Ergebnis liefert als eine andere, erstere Suchmaschine ihren Nutzerinnen und Nutzern auch insgesamt zu besseren Lösungen verhilft. Das Ad-hoc-Retrieval ist damit sozusagen die kleinste unteilbare Einheit bei der Evaluierung von Suchmaschinen. Im Folgenden betrachten wir die Evaluierung im Ad-hoc-Retrieval. Nichtsdestotrotz, da selbst heutige kommerzielle Websuchmaschinen mit ihren Milliarden Umsätzen Suchende quasi nicht über Suchanfragen hinweg bei ihren Recherchen unterstützen, gibt es noch viel Potenzial für Forschung und Entwicklung, sowohl auf Seiten der Suchtechnologie als auch in Sachen Evaluierung. Laborexperimente für das Ad-hoc-Retrieval basieren auf drei Dingen: einer Dokumentkollektion oder auch einem Korpus, einer Menge von Informationsbedürfnissen oder auch Topics, einer Menge von Relevanzurteilen oder auch eine Ground Truth. Die meisten Suchmaschinen indexieren nicht das ganze Web, sondern nur ganz spezielle Dokumentkollektionen aus einer thematisch kohärenten Domäne. Zum Beispiel Patente, Gesetzestexte, Unternehmensdokumente und so weiter. Um Suchmaschinen zu evaluieren, benötigt man eine Auswahl von Dokumenten aus der Suchdomäne der Suchmaschine. Die Auswahl sollte im Idealfall repräsentativ gezogen werden. Aber in der Praxis gestaltet sich das oft schwierig.
Im Falle des Webs ist das sogar kaum praktikabel. In solchen Fällen ist es umso besser, je größer das Korpus ist, das man für Experimente zusammenstellt. Als Topics bezeichnet man formalisierte Informationsbedürfnisse. Es handelt sich um eine Beschreibung der Aufgabe, der Ziele oder der Wissenslücke eines Suchenden, begleitet von konkreten Anfragen, die der Suchende hierzu formuliert hat oder formuliert hätte, um relevante Dokumente zu suchen. Die Verbindung zwischen Dokumentkollektion und Informationsbedürfnissen wird hergestellt durch Relevanzurteile. Im Idealfall hat man für jedes Paar aus Topic und Dokument ein Urteil über die Relevanz des Dokuments zum Topic von dem oder derjenigen Person, die das Informationsbedürfnis ursprünglich verspürt hat. In der Praxis sind solche Daten allerdings unzugänglich und jemand Drittes muss die Relevanz eines Dokuments nachträglich anhand des formalisierten Topics beurteilen. Dabei ist es möglich, Relevanz binär zu beurteilen, also ein Dokument ist relevant oder nicht, oder graduell, zum Beispiel auf einer Likert-Skala. Ein Experiment mit diesen Bestandteilen ist auch als Experiment gemäß des Cranfield-Paradigmas geläufig. Hier wird auf Cyril Clevertons berühmte Projekte an der Cranfield-Universität in den 60ern Bezug genommen, in denen diese Art der Evaluierung erstmals etabliert wurde. Die Menge der Topics und die mit ihnen assoziierten Relevanzurteile kann man verwenden, um die Qualität einer gegebenen Suchmaschine einzuschätzen, diese Topics zu beantworten. Bei der Suchmaschinenentwicklung muss der Prototyp jedoch häufiger evaluiert werden, wenn man Module hinzufügt oder verändert oder wenn Parameter optimiert werden sollen. In diesen Fällen ist es vernünftig, die vorhandenen Topics und Relevanzurteile in Daten für Training, Validierung und Testen aufzuteilen. Wichtig ist in diesem Zusammenhang die Verwendung von Kreuzvalidierung mit K-Folds, da die Performance auf Testdaten hoher Varianz unterliegt. Experimente gemäß des Cranfield-Paradigmas wurden und werden seit 1992 nicht mehr nur individuell in den Laboren verschiedener Forschungsgruppen durchgeführt, sondern im Rahmen der Text-Retrieval-Konferenz TREC oder auch TREC seitdem auch als sogenannte Shared Tasks ausgerichtet. TREC wird vom US-amerikanischen National Institute for Standards and Technology, NIST oder auch NIST, ausgerichtet. Neben TREC gibt es noch eine Reihe weiterer ähnlicher Konferenzen im Information Retrieval, nämlich CLEF oder auch CLE, NTCIR oder auch NTCIR und FIRE oder auch FIRE. Man bezeichnet als Shared Task wissenschaftliche Veranstaltungen, bei denen die Organisatoren eine spezifische Aufgabe oder ein spezifisches Problem aufgreifen und dafür eine Experimentalumgebung gemäß des Cranfield-Paradigmas bereitstellen. Die Teilnehmer an der Veranstaltung arbeiten individuell daran, die gestellte Aufgabe zu lösen und vergleichen am Ende ihre Ansätze und Ergebnisse. Ein gewisser Wettbewerbscharakter ist nicht von der Hand zu weisen. Allerdings ist der nicht zu vergleichen mit Wettbewerben, bei denen Preisgelder zu gewinnen sind. Auch schlechtes Abschneiden ist von Interesse, denn es kann durchaus interessant sein, herauszufinden, was nicht funktioniert. Im Laufe der Jahre wurden zahlreiche Dokumentkollektionen zusammengestellt, um das Retrieval in ebenso zahlreichen Suchdomänen zu studieren. Es sind zu viele, um alle aufzuzählen. Zu den wichtigsten zählt die Sammlung von Titeln und Abstracts von Papern, die von der Zeitschrift Communications of the ACM zwischen 1958 und 1979 veröffentlicht wurden. Dies ist auch eine der ältesten Kollektionen und die Besonderheit hier besteht darin, dass sämtliche Dokumente bezüglich ihrer Relevanz zu 64 verschiedenen Themen beurteilt wurden, wobei jedes Dokument Anfragepärchen im Schnitt 16 Mal begutachtet wurde. Die Größe der Kollektionen, die für Shared Tasks eingesetzt wurden,
ist mit den Jahren stark gewachsen. Die AP-Kollektion besteht aus Dokumenten der Nachrichtenagentur Associated Press. Die Dokumente sind im Schnitt deutlich länger als die Abstracts von CACM. Mit wachsender Popularität des Webs wurden auch hierfür Kollektionen erschaffen, darunter zwei Crawls, GoF 1 und GoF 2, von Webseiten unter der Top-Level-Domain .gov, wo nur US-amerikanische Behörden gelistet sind. Diese wurden längere Zeit verwendet, wohingegen Crawls des offenen Webs erst verhältnismäßig spät angestrengt wurden. Mit dem CLUWeb 09 und dem CLUWeb 12, die jeweils 2009 und 2012 erstellt wurden, kann zwar nicht davon gesprochen werden, dass die Forschung schon in die Größenordnung vorgedrungen ist, in der kommerzielle Websuchmaschinen zu der Zeit schon lange operierten, allerdings stellten die Größenordnungen an Dokumenten für zahlreiche Forschungsgruppen bereits eine Herausforderung dar, sodass von beiden Corpora jeweils eine kleinere Teilmenge ausgekoppelt wurde, die stattdessen auch im Rahmen von Shared Tasks verwendet werden durfte. Im Schnitt sind Dokumente im Web rund 450 Wörter lang. Der Median ist um den Faktor 2 kleiner. Die wiederholte Nutzung derselben Dokumentkollektion für Shared Tasks sowie für eigene Experimente befördert die Vergleichbarkeit neuer Ansätze mit vorherigen. Auch dann, wenn diese nicht gleichzeitig an einem Shared Task teilgenommen haben. Mit gewissen Einschränkungen können so asynchron über Jahre hinweg Fortschritte und neue Ideen bei der Lösung der Retrieval-Aufgaben einer Suchdomäne gesammelt werden. Darüber hinaus werden für Shared Tasks, die im Rahmen der TREC veranstaltet werden, üblicherweise jedes Jahr 50 neue Topics pro Task bereitgestellt. Ein Topic wird üblicherweise in drei Teilen beschrieben. Erstens die Anfrage selbst, die von einer Suchmaschine zu bearbeiten ist. Zweitens eine Beschreibung des Informationsbedürfnisses, das zu der Anfrage geführt hat. Drittens eine als narrativ bezeichnete Beschreibung der relevanten Dokumente. Für das Topic Pet Therapy hat beispielsweise eine Nutzerin oder ein Nutzer versucht, die Frage zu beantworten, wie Tiere für die Therapie von Menschen eingesetzt werden und was die Vorteile davon sind. Als relevant werden Dokumente betrachtet, in denen Formen tiergestützter Therapie beschrieben werden, welche Programme es gibt und unter welchen Umständen man in diese Programme aufgenommen wird oder wie diese Therapieform gesetzlich reguliert wird. Eine ausführlichere Beschreibung des Themas ist notwendig, da eine Anfrage allein missverständlich sein kann. Je klarer und unmissverständlicher die Beschreibung des Informationsbedürfnisses ist, desto leichter haben es Assessoren, die Relevanzurteile abgeben, sich in die Lage des Suchenden zu versetzen, der dieses Informationsbedürfnis zuerst hatte. Im Narrativ, besser passend zu dem Namen für dieses Feld, können daher auch Hintergrundinformationen zum Nutzer oder der Nutzerin und ihrer Frage beschrieben werden. Auch die exakte Auflistung der als relevant betrachteten Dokumente und Informationen zur Anfrage helfen den Assessoren dabei, ihre Urteile abzugeben. Versetzen Sie sich nun in die Lage eines Assessors, dessen Aufgabe es ist, die Relevanz eines Dokuments bezüglich des Themas einzuschätzen. Das gezeigte Dokument stammt aus der Wikipedia und dreht sich um die Therapie von Hunden. Ist dieses Dokument relevant für die Anfrage? Pausieren Sie die Wiedergabe, bis Sie eine Antwort für sich gefunden haben. Das Dokument ist irrelevant. Es dreht sich zwar darum, Tiere zu therapieren, und hier mit Hunden insbesondere Tiere, die auch als Haustiere, englisch Pet, gehalten werden. Aber gemäß der Beschreibung der Anfrage und dem Narrativ geht dieses Dokument völlig am Thema vorbei. Ein anderes Wikipedia-Dokument hingegen beschreibt ausführlich tiergestützte Therapien und ist demzufolge gemäß des vorgegebenen Themas als relevant zu beurteilen.
Wenn man nur die Anfrage Pet Therapy betrachtet, ist jedoch zunächst nicht klar, wie eine Suchmaschine erkennen soll, wonach die Nutzerin oder der Nutzer tatsächlich sucht. Die Anfrage kann in beide Richtungen interpretiert werden. Und es gibt auch Beispiele für Themen, bei denen mehrere Facetten beschrieben werden, die von Interesse sein können, oder auch Themen, bei denen diverse Interpretationen zugelassen werden und eine Diversität von Suchergebnissen erwünscht ist, die alle Interpretationen abdeckt. Nichtsdestotrotz haben viele Topics mehr als eine Interpretation, wohingegen die Suchenden, die die zugrunde liegenden Informationsbedürfnisse hatten, nur eine davon im Hinterkopf hatten, als sie ihre Anfrage gestellt haben. Von ihnen wird die Suchmaschine durchaus danach bewertet, ob sie sie versteht, egal ob es noch andere Interpretationen gibt. Und das selbst, wenn die anderen Interpretationen häufiger sind. Relevanzurteile können bis dato nicht automatisch abgegeben werden. Es braucht einen menschlichen Assessor, der ein Informationsbedürfnis anhand seines Topics versteht und dann die von Suchmaschinenprototypen gelieferten Dokumente bezüglich ihrer Relevanz bewertet. Dabei spielen folgende Variablen eine Rolle: die Assessment-Tiefe, die Assessment-Skala, die Assessoren selbst und ihre Verlässlichkeit. Die Tiefe des Assessments bezieht sich auf die Anzahl der Suchergebnisse des Rankings einer Suchmaschine, die in das Assessment einfließen. Selten kann das gesamte Ranking einer Suchmaschine zu einem Topic bewertet werden, da die Zahl der gelieferten Dokumente zu groß ist. Daher werden nur die Top K der als am relevantesten bewerteten Dokumente, die eine Suchmaschine zurückliefert, zusammen mit den Top K-Dokumenten anderer Suchmaschinen in einem sogenannten Pooling-Verfahren gemischt und zur Bewertung herangezogen. Die Skala des Relevanzassessments kann binär oder graduell sein, wobei bei graduellen Bewertungen üblicherweise kaum je mehr als 5 Abstufungen ermöglicht werden. Die Auswahl der Assessoren und ihre Ausbildung ist von entscheidender Bedeutung, denn sie müssen in der Lage sein, die Topics und die retrieften Dokumente zu verstehen. Bei speziellen Suchdomänen wie der medizinischen Forschung kann dies gegebenenfalls nur von Domänenexperten zuverlässig geleistet werden. Fast nie stehen diejenigen, die ursprünglich die den Topics zugrunde liegenden Informationsbedürfnisse hatten, zur Verfügung. Zuletzt ist die Reliabilität der Bewertung sicherzustellen. Die Assessoren unterliegen eventuell äußeren Einflussfaktoren und haben zu vielen, insbesondere kontroversen Themen, eventuell eine eigene Meinung, die ihre Bewertung beeinflussen könnte. Mehrere Bewertungen pro Dokument-Anfragepärchen sind gegebenenfalls erforderlich, um verlässliche Ergebnisse zu erzielen. Die Reliabilität der Assessoren kann gemessen werden. Auf der TREC werden die tausenden Relevanzbewertungen jedes Jahr von pensionierten Mitarbeitern des NIST geleistet. Das Pooling-Verfahren dient dazu, die Dokumente auszuwählen, für die Relevanzbewertungen eingeholt werden sollen. Da ein zufälliges Sample an Dokumenten aus großen Dokumentkollektionen mit hoher Wahrscheinlichkeit nur wenige tatsächlich relevante Dokumente für alle betrachteten Topics enthält, werden die zu evaluierenden Suchmaschinen selbst für eine Vorauswahl herangezogen. Zunächst werden die Suchergebnisse aller Suchmaschinen für alle Topics gesammelt und dann für jedes Topic erstens die Top-K-Resultate jeder Suchmaschine ausgewählt, zweitens die Vereinigungsmenge über alle Suchmaschinen gebildet, wobei Duplikate ignoriert werden, und drittens der Pool der Dokumente in zufälliger Reihenfolge den Assessoren vorgelegt. Dieses Vorgehen ist gebiased durch die Rankings der Suchmaschinen, denn es werden nur die Suchergebnisse beurteilt, die die Suchmaschinen hochranken. Die hinter diesem Vorgehen stehende Annahme ist, dass die Entwickler der Suchmaschinen sich hinreichend Mühe bei der Entwicklung ihrer Retrieval-Modelle gegeben haben, sodass relevante Dokumente mit höherer Wahrscheinlichkeit auf den obersten Rängen landen. Wenn zu einem späteren Zeitpunkt neue Ansätze evaluiert werden sollen, müssen auch für alle Top-K-Dokumente dieses Ansatzes Relevanzurteile vorliegen. Allerdings kann es sein,
dass die Urteile des bereits bewerteten Pools an Dokumenten nicht alle Dokumente beinhalten, die von der neuen Suchmaschine retrieved wurden. Es müssen für diese Dokumente also neue Urteile eingeholt werden, gegebenenfalls von anderen Assessoren. Ein anderer Ansatz ist, einfach die unbeurteilten Dokumente als irrelevant zu betrachten oder aber zu ignorieren und beurteilte Dokumente im Ranking aufrücken zu lassen. Alle Dokumente, die über die Pooling-Tiefe hinausgehen und von keiner Suchmaschine unter den Top-K-Dokumenten gerankt wurden, werden per Default als irrelevant betrachtet. Das trifft natürlich nicht immer zu, denn es kann durchaus sein, dass es mehr als K-relevante Dokumente für ein Thema in der Kollektion gibt, beziehungsweise dass nicht alle unter den ersten K gerankt wurden. Trotz dieser Einschränkungen ist das Pooling-Verfahren das in der Forschung am weitesten verbreitete, um Dokumente für Relevanzbeurteilungen auszuwählen. Um die Reliabilität von Assessoren festzustellen, wird gemessen, wie sehr ihre Relevanzurteile übereinstimmen, beziehungsweise wie konsistent individuelle Assessoren unter ähnlichen Umständen dieselbe Entscheidung treffen. Dies ist insbesondere in Situationen notwendig, in denen ambige oder subjektive Entscheidungen getroffen werden müssen. Die Beurteilung der Relevanz eines Dokuments ist zu einem gewissen Grad eine subjektive Entscheidung. Wenn keine gute Übereinstimmung der Assessoren erreicht wird, ist das ein Grund zum Anlass, den experimentellen Aufbau oder die Instruktionen, die Assessoren gegeben wurden, in Frage zu stellen. Es gibt drei grundlegende Ansätze, die Übereinstimmung unter Assessoren zu messen. Die Wahrscheinlichkeit des gemeinsamen Auftretens derselben Entscheidung zu messen, Kappa-Statistiken und Korrelationskoeffizienten. Während ein einfaches Maß der Prozentsatz der gleichen Entscheidungen an allen Entscheidungen ist, werden in der Praxis eher die Kappa-Statistiken für die Messung der Assessor-Übereinstimmung genutzt, da sie auch den Zufallsfaktor bei der Übereinstimmung von Assessoren mit berücksichtigen. Im Allgemeinen ist eine Kappa-Statistik wie folgt definiert. Kappa ist gleich PO minus PE geteilt durch 1 minus PE, wobei PO die Wahrscheinlichkeit für die beobachtete Übereinstimmung ist und PE die erwartete Übereinstimmung per Zufall. Das Maß hat einen Wertebereich zwischen minus unendlich und 1, wobei 1 perfekte Übereinstimmung und 0 zufällige Übereinstimmung bedeutet. Werte kleiner als 0 haben keine sinnvolle Interpretation. Wenn die erwartete Übereinstimmung per Zufall PE gleich 1 ist, dann ist Kappa undefiniert. Der Nenner 1 minus PE ist die Übereinstimmung, die über den Zufall hinaus erzielt werden kann. Der Zähler PO minus PE ist die Übereinstimmung, die tatsächlich erzielt wurde. Und Kappa setzt diese beiden Größen ins Verhältnis. Wenn nun zwei Assessoren A und B n Relevanzurteile zu denselben Dokumenten bezüglich eines Topics abgeben, dann können übereinstimmende und nicht übereinstimmende Entscheidungen in einer Wahrheitsmatrix erfasst werden. Bei binären Relevanzentscheidungen hat diese vier Einträge, in denen die gleichen Entscheidungen A und E sowie die ungleichen Entscheidungen B und D gezählt werden. Spalten- und Zeilensummen C, F, G und H sowie die Gesamtsumme N ergeben sich daraus. Die Wahrscheinlichkeit PO für die beobachtete Übereinstimmung kann aus der Matrix einfach errechnet werden, indem alle Fälle, in denen beide Assessoren dasselbe gesagt haben, zusammengezählt und mit der Gesamtsumme aller Fälle in Bezug gesetzt werden. PO gleich A plus E geteilt durch N. Die Wahrscheinlichkeit PE für die erwartete Übereinstimmung berechnet sich aus der Wahrscheinlichkeit, dass beide Assessoren unabhängig voneinander Ja sagen plus die Wahrscheinlichkeit, dass beide Assessoren unabhängig voneinander Nein sagen. Da wir davon ausgehen, dass die Assessoren sich während ihrer Beurteilung nicht gegenseitig beeinflussen, sind die beiden Wahrscheinlichkeiten einfach das Quadrat der Wahrscheinlichkeit P von Yes
bzw. P von No dafür, dass ein Assessor Ja oder Nein sagt. P von Yes ist die Summe aus allen Fällen, in denen ein Assessor Ja gesagt hat, C plus G, geteilt durch das Doppelte der Gesamtsumme aller Entscheidungen. P von No wird analog berechnet. Es muss durch das Doppelte der Gesamtsumme aller Entscheidungen geteilt werden, da ansonsten die Fälle A, in denen beide dieselbe Entscheidung getroffen haben, doppelt gezählt würden. Ein konkretes Beispiel, in dem Assessoren A und B insgesamt 400 Urteile abgegeben haben und in 300 Fällen beide Ja bzw. in 70 Fällen beide Nein gesagt haben und in allen übrigen Fällen nicht übereinstimmen, ergibt sich ein rechnerischer Wert für ihre Übereinstimmung von Kappa gleich 0,776. Um diese Zahl zu interpretieren, wird weitläufig eine Tabelle eingesetzt, die Kappa-Intervalle mit hochsprachlichen Adjektiven belegt. Kappa-Werte können eine schlechte oder leichte Übereinstimmung signalisieren, eine angemessene oder moderate Übereinstimmung oder eine substanzielle bis hin zu einer fast perfekten Übereinstimmung. Die gemessene Übereinstimmung im Beispiel wäre mit 0,776 nur substanziell. In Track-Evaluierungen wird typischerweise eine Übereinstimmung in dieser Größenordnung gemessen. Die gezeigte Kappa-Statistik heißt Scott's P. Neben dieser gibt es noch Cohen's Kappa und Fleiss Kappa. Fleiss Kappa wird häufiger in der Literatur eingesetzt, da für diese Kappa-Statistik nicht angenommen wird, dass dieselben Assessoren Urteile abgeben, sowie dass eine beliebige Zahl unterschiedlicher Assessoren unterschiedlich viele Urteile abgeben.